So Leute, und damit doch nochmal herzlich willkommen zu einem Let's Show von Need for Speed Most Wanted. Ich hatte ja wie gesagt das eine Stunde mit schon gemacht. Leider war die Aufnahmequalität so schlecht, keine Ahnung woran es lag. Jetzt müsste es wieder gehen, Headset müsste auch alles wieder wunderbar funktionieren, so wie es damals auch war. Ja, ich werde jetzt so ein kleines Let's Show machen. Ey Leute, das Video, was soll ich großartig sagen, es war natürlich geil, weil es halt blind war und es ging über eine Stunde, man findet alles so selber raus. Da ist das cooler, aber an sich ist es jetzt auch cool, da ich jetzt schon alles weiß, zumindest so gut wie alles, dann kann ich euch auch in diesem Let's Show mehr erklären. Video wird jetzt natürlich nicht eine Stunde gehen, sondern ein bisschen kürzer. Ja, tut mir leid, weil vorhin, das war echt, das hat so viel Streifen und alles gezogen. Ich hoffe jetzt, dass es jetzt überhaupt funktioniert. Hab eben ein kleines Testvideo gemacht, da ging alles. Egal, wo fange ich denn jetzt an, Freunde? Ich fange damit an, dass das Spiel hammergeil ist und sau viel Spaß macht. Also so viel sage ich jetzt schon mal auf jeden Fall vorne weg. Macht Launi. Nur am Anfang lädt es ein bisschen lang, aber okay. So, Leute, hier sehen wir schon die Blacklist, die man damals auch aus Most Wanted kannte. Ich fahre momentan hier mit dem Evo rum. Oh, 28% habe ich schon. Gefahrene Distanz. Na, steht da alles nochmal schön. Ein Most Wanted-Wagen habe ich schon übernommen. Okay. Ja, Leute, das ist mein momentaner Evo. Oh, jetzt ist die Musik wieder an. Okay, Leute. Da kommen wir auch direkt mal hier zu ein paar Sachen. Es gibt komischerweise keine EA-Trackliste mehr. Das ist komisch. Also es gibt Tracks, aber es gibt halt nicht mehr diese Liste, wo man alles angucken kann. Man kann auch eigene Playlists reinmachen. Ich hau jetzt alles Mögliche schnell an Informationen raus, was ich mir noch so behalten habe. Ja, man startet halt mit einem Auto, mit einem x-beliebigen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Schon falsch. Nee, man startet mit einem Aston Martin, müsst ihr euch vorstellen. Ihr fahrt rum und dann seht ihr zum Beispiel sowas schon hier. Oh, da ist er ja. Den suche ich die ganze Zeit. Jetzt seht ihr hier. Ui, da steht ein Ford. Den nehmen wir mal. Weil den suche ich die ganze Zeit. Ford Focus will ich mich unbedingt haben. Yeah. Jetzt habe ich ihn. Cool. Okay. Geiles Ding. So, der hat jetzt... Also man kann... Tuning, Leute, will ich es nicht nennen, weil das ist kein Tuning. Oh, Werbetafel. Und dann wogegen gefahren. Geil. Ja, und da sehen wir auch mal, das Auto kann geschrottet werden. Ey, cool, hier ist das im Trailer gewesen. Von Bonkers. Okay. Ja, also wie gesagt, man... Ja, Tune kann man es nicht sagen. Oh, hier ist sogar direkt ein Rennen davon. Es ist eine Veränderung. Man kann hier, ich zeige euch das hier oben. Man öffnet Autolog. Autolog Quatsch, man öffnet Easy Drive, kann dann hier Rennen auswählen. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, jedes Auto, was man findet, es gibt so um die 60 Autos, hat jedes einzelne Auto 5 Rennen zur Verfügung. Das heißt, da sind schon ordentlich viele Rennen. Das geht hier los mit leicht, dann kommen 2 Mittelrennen und dann nochmal 2 schwere Rennen. Und man muss sich wie bei Battlefield, wer jetzt Battlefield nicht kennt, ist ein bisschen doof. Also nicht derjenige ist doof, es wäre halt doof von der Information her. Man schaltet sich dafür jede Waffe quasi einzeln die Visier und so weiter frei. Und so ist es auch hier mit den ganzen Wagen. Du schaltest dir zum Beispiel mit einem Evo schaltest du dir NOS frei. Das heißt, du hast das NOS aber nur für deinen Evo. Wenn du das für deinen Ford Focus jetzt willst, also ich habe ja hier nichts, Modifikation ist ja alles nur auf Serie gestellt, muss man immer das erste Rennen fahren. Ich zeige das mal. Man geht hier oben auf Rennen. Das ist das erste Rennen auf leicht. Man kriegt dafür Nitrobrenner für den ersten Platz und Geländereifen, wenn man den zweiten Platz hat. So. Wir starten das Rennen mal direkt. Das Rennen bin ich wohl schon mal gefahren. Wohl mit einem anderen Auto aber. Deswegen kann ich direkt hinspringen. Ansonsten muss man halt hinfahren. Man kennt es ja. Aber Leute, es ist scheiße lustig gemacht, dieses Rumfahren und diese Autos entdecken. Oh, geil, das. Ich habe auch schon den Lambo gefunden. Also den Gallardo. Den gibt's aber anscheinend nur als Spider, das finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's, immerhin Gallardo und damit bin ich zufrieden. Momentan habe ich mir halt mein Evo jetzt, deswegen den Evo muss ich auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. Da habe ich was saugeiles mir freigeschaltet, ey, das ist der Hammer. Was ein bisschen dämlich ist, man kann die ganzen Modifikationen während dem Rennen umschalten. Das ist sau lustig, aber auch dämlich. Ihr fahrt zum Beispiel, oh ja, hier, super. Sieht nach Geländestrecke aus. Das finde ich eh immer so geil. Man schaltet sich bei dem Rennen aber erst die Reifen frei. Und dann kann man halt während dem Rennen seine Reifen einfach ändern. Und, ja, kann sich dann quasi der Strecke anpassen. Und habt ihr das gerade gesehen? Die Lichteffekte sind der Hammer. Die sind halt total störend, aber sie sind geil gemacht und es ist realistisch. Du fährst der Sonne entgegen, du siehst einfach nichts mehr. Ah, es ist doof, dass hier gerade so eine dumme Strecke jetzt kommt, aber... Boah, was soll's. Driften, Leute, kann man wieder richtig geil.
Takedowns kann man machen, man kann andere raushauen. Dafür gibt es dann halt diese Punkte. Mit den Punkten steigt man auf. Man braucht immer ein bestimmtes Punkte-Dingens, eine Punktegrenze, sage ich mal, um den nächsten Most Wanted-Gegner freizuschalten. Man spielt das Spiel, deswegen sage ich direkt schon mal, man spielt es recht schnell durch. Also man kann es, glaube ich, in 8 Stunden locker durchspielen. Aber wenn man alles finden will und den ganzen Kram und online, habe ich leider noch gar nichts gemacht. Da wird es ja auch noch jede Menge Krams geben. Vom Fahrverhalten, ich musste mich sehr lange erstmal dran gewöhnen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber man, nach einer Zeit fummelt man sich schon rein und dann macht es auch ordentlich Laune. Es war halt nur so ungewohnt, bei Hot Pursuit and the Run fährt man halt hauptsächlich so auf Landstraßen und yeah. Und hier ist dann mal wieder Stadt und viel Bremsen und alles. Es ist halt ein bisschen ungewohnt. Und direkt Erster geworden, geil! So. Ich versuche es euch in kurzer Zeit so viel wie möglich zu erklären. Falls ihr dennoch Fragen habt zu allem möglichen Kram, stellt sie in die Kommentare, ich beantworte sie liebend gerne. So, jetzt haben wir nämlich hier Geländereifen bekommen. Die machen wir jetzt mal nicht direkt rein, deswegen gehen wir auf Überspringen. Aber hier, aktiviert Nitrobrenner, man guckt direkt, was es bringt. Gehen direkt auf Anwenden und jetzt haben wir Nitro drin. So. Jetzt lädt das kurz, weil manchmal gibt es jetzt noch einen Polizeicase. Wow. Und da sieht man, wir haben noch's. Coole Sache. Das Lustige ist, was ich euch nämlich jetzt zeigen möchte. Mit den Bullen, oh, das ist auch so geil gemacht. Das muss ich euch auch noch zeigen. Das ist echt richtig Hammer. Also ihr seht, klassisches Nitro. Man kann unten die Anzeige neben dem Tempomat da unten füllen. Und sobald man... Oh, man kann sogar driften. Jetzt wurde ich gerade geblitzt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Oh, da bin ich sogar schneller als Major gefahren. Haha. Das und Autolog 2 gibt es halt hier und das zeichnet wirklich jeden Scheiß auf. Also wie gesagt, Anzeige ist voll, man kann ein bisschen boosten, man kann auch aufhören, dann doch wieder weitermachen. Jetzt kommen wir hier schon zu einer Sache, die ein bisschen dämlich ist. Das hier sind Sachen, hier kannst du durchfahren, man wird repariert. Aber leider ist das auch gleichzeitig ein Pain Spray quasi. Also man fährt da durch, wird repariert, kriegt aber auch automatisch eine andere Farbe. Ist ein bisschen dämlich, meiner Meinung nach. Egal. Hier oben, falls man es erkennt, auf dieser Werbetafel, seht ihr meinen PSN-Avatar. Ich zeig das mal eben kurz, damit man ihn auch sieht. Habe ich Tod von Darksiders drinne. Und weil ich diese Werbetafel mit dem höchsten Sprung geowned habe, ist da jetzt mein Avatar drauf. Den sehen jetzt alle Leute, die das Spiel auch haben. Und sehen diese Werbetafel. Ich bin da der Rekordhalter, deswegen ist mein Avatar da drauf. Sau dämlich, aber auch eine lustige Idee. Und ja, dieses Pain Spray ist echt cool. Warte mal, hier sind Bullen. Machen wir doch einfach mal hier. Komm her. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, ich habe ihn getaked. Nein, verdammt. Okay, da kommen wir schon wieder neue. Das ist verdammt cool gemacht. Da unten, ah, das kann man jetzt nicht so gut erkennen irgendwie. Naja, ich bin jetzt gerade Stufe 1, was Verfolgungslevel angeht. Oh, die haben Unfälle gebaut. Ich komme jetzt weg. So. Also da unten diesen einen roten Balken, der ist ja so gut wie voll und dann steht da so ein fetter Balken. Jetzt bin ich in der Flucht und weil ich nur auf Level 1 bin, muss ich jetzt warten, bis diese Zeit daneben der Karte runterläuft. Also bis diese 1 weg ist. Und das ist sau, finde ich sau lustig gemacht, weil wenn du auf Level, ich war schon vorhin auf Level 3 und dann kommt man in die Flucht und dann läuft es erstmal einmal runter, dann bist du noch Verhandlungsstufe 2. Dann muss es noch die 2 runterlaufen und die 1. Und Leute, das finde ich extrem lustig gemacht. Jetzt hier habt ihr gesehen, war jetzt nicht wirklich spektakulär. Oh, steht hier ein Auto? Ja, ein Dodge Challenger. Den habe ich aber schon. Die Autos stehen auch nicht nur einmal immer auf der Map rum, sondern mehrmals. Also man hat gute Chancen, was immer zu finden. Es wäre ein bisschen fies, wenn es nur einmal rumstehen würde. Hier, das ist so lustig. Da kannst du durch ein ganzes Boot, durch ein ganzes Schiff durchspringen. Hier oben ist auch ein Rennen. Und da hinten ist noch eine Werbetafel versteckt. Bäm! Oh. Oh, ich bin anscheinend gar nicht mehr mit Autolog verbunden. Gerade. Hier steht so eine richtig perverse Viper rum. Hui. Die ist mies. Jetzt mal gerade gucken. Ja, verbind mich mal gerade, weil ich glaube, ich war nicht mehr in Autolog drin. Oder doch? Keine Ahnung. Naja, hier steht auf jeden Fall eine Viper. Merkt's euch. Ja, Leute. Oh, Mann. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich so viel zu erzählen und alles.
Ach so, wenn man die Wagen einmal gefunden hat, dann ist es jetzt nicht so, dass man da wieder hinfahren muss. Oh, wo war der denn? Sondern man kann über Easy Drive einfach Wagen auswählen. Hier vorne ist jetzt zum Beispiel wieder ein Blitzer. Da bin ich jetzt zu langsam für. Zack, geblitzt worden mit 121 km/h. Ja, mit 117 war bis jetzt mein höchster lang zu donnern. Aber man guckt einfach so viel und dann ist man einfach langsam. So, ich zeige euch nämlich jetzt den Evo nochmal. Also hier kann man jetzt die weiteren Rennen auswählen. Da unten sieht man schon, das habe ich mit Gold abgeschlossen. Dann wird das nächste kommen. Da würde ich mir Leichtbau, Chassis freischalten und Rennreifen. Hier würde ich dann langes Getriebe und verstärktes Chassis freischalten. Hier würde ich Aero-Karosserie frei bekommen. Ob sich da was verändert, das kann ich immer noch nicht genau sagen. Weil ich es nicht weiß. Energieschub Nitro, das Ding will ich euch nämlich zeigen. Es gibt Unterschiede. Ach, man kann hupen übrigens. Und man kann das Auto sogar mit L3 ausstellen. Voll lustig. So, hier kann ich jetzt die anderen Reifen reinmachen, mache ich das aber mal nicht. Ich hupe aus Versehen als Wagen. So, hier sind dann alle aufgelistet, die man schon entdeckt hat. Oh, sind schon ganz schön viele zusammengekommen. Das habe ich bei Lambo, 2 Stück. Einmal so ein Oldtimer und natürlich hier einmal einen dicken Gallardo. Wir wollen aber Mitsubishi. Wo ist er denn? Mercedes, Mitsubishi hier. So. Ach guck, da sehen wir es. Er steht einmal in der 21. Ah, genau, das ist die Autobahn, dann Downtown und bei Ripley's Point stehen so rum. Da kann ich so gut denken, gut, wo will ich hin? Sagen wir mal hier. Jetzt könnte ich zum Wagen direkt hinspringen oder hinfahren lassen. Also beziehungsweise ich fahre selber hin, kriege halt durchs Navi angezeigt, wo es ist. Leute, wie gesagt, ich vergesse wahrscheinlich jetzt auch viel. Stellt Fragen in den Kommentaren, dann erkläre ich euch das alles. Oder gehe näher auf Themen ein, weil ich hier zu schnell rede und kein Mensch checkt mal wieder, was ich von denen will. Dann schreibt es in die Kommentare und dann ist gut. Ach genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bullenverfolgung habe und bin Level 3 bei den Cops schon. Und ich sag mal, ich bin jetzt auf der Flucht. Wenn ich im Fluchtmodus bin und fahre hier durch, dann ist sofort ein Fahndungslevel runter. Das heißt, wenn ihr eh nur noch auf 1 seid, seid dann in der Flucht, fahrt einmal durch, lasst euch umsperren, ihr seid sofort entkommen. Oder wenn die Cops es nicht sehen und ihr, also ihr, sie haben euch nicht mehr im Blickfeld, seid aber noch nicht auf der Flucht, fahrt ihr einmal hier durch, zack, und ihr seid sofort im Fluchtmodus. Also das ist wirklich saulustig irgendwie alles gemacht, ganz ehrlich. Ich fand das echt gut. So, bei ihm hier habe ich schon all möglichen Krams eingebaut. Er hört sich so pervers an. Und bei ihm habe ich anderes Nitro drin, Leute. Das ist Hammer. Ihr erinnert euch ja alle, wie es bei The Fast and the Furious immer das NOS ist. Da drückt man einmal drauf und dann gibt es einen Schub. Und Leute, das ist genau original das Teil. Ihr seht, meine Anzeige unten ist komplett voll. Jetzt brauche ich mal hier ein bisschen nicht so eine kurvige Strecke. Das wäre für alle... Boah, shit. Beteiligten das Beste. Und dann drückt man einmal drauf. Boah, ihr kriegt einen riesen Geschwindigkeitsschub und rast einfach überall lang. Das ist verdammt geil. Gerade um den Bullen zu entkommen. Dämlich ist natürlich, jetzt kann ich es halt nicht benutzen. Ich muss halt, wie man aus allen möglichen Spielen kennt, auf der falschen Straßenseite fahren, Sprünge machen, driften und geblitzt worden. Und dann füllt sich das halt wieder auf. Jetzt ist es schon wieder voll. Das ist verdammt nützlich, auch gerade wenn man einen Unfall gebaut hat. Denkst, oh scheiße, einmal X drücken, wham! Und man hackt lang wie ein Wahnsinniger. Sau schön. Gibt zwei Sichten. Einmal die und einmal die hier. Hier sieht natürlich alles fünffach so schnell aus. Das finde ich auch geil. Oh, da habe ich Majors KMH-Zahl beim Blitzer überboten. Yeah. Oh, das macht... Ey, Leute, das macht einfach Laune, ganz ehrlich. So. Weiß halt nicht, was ich jetzt noch Großartiges zeigen kann. Vorhin bin ich halt hauptsächlich einfach nur rumgefahren, habe Sachen entdeckt. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so interessant für mich. Hier steht auch irgendwo ein Auto, das habe ich aber logischerweise schon. Ach der, das war der erste hier von der Blacklist, den man schlagen musste. What? Das ist so geil, ey. Aber das andere Nitro, das ist natürlich auch cool. Man kann sich alle Sachen auch nochmal verbessern lassen. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Ich halte mal eben an. Zack. Ich zeige das mal. Modifikation. Geh auf Nitro, guck mein Brenner. Mein Brenner ist noch auf Standard. Um Pro freizuschalten, also Profi-like, damit es noch ein bisschen besser wird, muss ich nutze Nitro-Brenner für 300 Sekunden.
Ich habe den jetzt schon 217 Sekunden lang benutzt. Und, ach komm, ich mach den Standard mal wieder rein. Und so schaltet man sich Verbesserungen frei. Das ist genauso wie mit Modifikation. Reifen, geht es damit eigentlich auch? Ja, Geländereifen Standard. Hier, Rennreifen Standard. Gibt es auch Profi. Was muss man dafür machen? Drifte insgesamt 4500 Meter mit aktivierten Rennreifen. Wenn man das gemacht hat, schaltet man sich Profi frei, ist dann nochmal besser. Hier gibt es noch den Reifenreparatur-Kit. Das ist wirklich saugeil. Habe ich aber auch noch nicht freigeschaltet. Gibt natürlich wieder Nagelbänder, auch in Rennen. Und oh, das ist richtig fies. Da habe ich in echten Rennen noch gewonnen. Das war so lustig. Die ganze Aufnahme war so geil. Bin wirklich noch mit zwei kaputten Reifen, habe da noch gewonnen. Das war so lustig. Und das ist Reifenreparatur. Da kann man einfach während der Fahrt, sind das so wiederaufblasbare Reifen. Drückst dann einmal schnell drauf, zack, Reifen sind wieder okay und weiter geht's. Sehr lustig. Das kann man sich halt alles noch so während dem Rennen reinmachen. Finde ich, na, bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Einerseits ist es natürlich gut. Komm schon, schaffe ich. Yeah! Hier war ich auch noch nie. Oh! Nein! Oh, aber nicht gecrashed. Nice. Schadensmodell gibt es, wie gesagt, natürlich auch. Ist hier irgendwas? Hat immer, wenn man so eine freie Stelle sieht, denkt man immer so, was könnte denn da so sein? Was haben wir hier? Ah, hier ist noch ein Rennen. Dann gibt es auch verschiedene. Es gibt halt ganz normale Rennen. Dann noch, dass man entkommen muss. Dann gibt es auch ein Durchschnittsgeschwindigkeit-Rennen. Das ist auch lustig. Muss halt die Durchschnittsgeschwindigkeit sau hoch. Warte mal, ich bremse jetzt mal. Ich will hier eine geile Verfolgungsjagd machen. So, noch bin ich gerade so Stufe 1. Und hier wirklich, jetzt hat das so eine richtig geile Physik, wie man die so wegstoßen kann und wegdrehen. Guckt euch... Na, okay. Das war jetzt nicht so super. Hier, Warnungsstufen gestiegen. Jetzt bin ich schon Stufe 2. Die Cops werden jetzt natürlich auch mieser drauf. Aber die Engine ist einfach geil. Oh, da haben wir auch rausgehauen. Ja, ja, habe ich gemacht, ne? So, weiterfahren. Oh, da ist eine Straßensperre, oder? Ja, sieht ganz anders aus. Okay, okay, okay. Holy shit. Ui, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Aber Leute, ganz ehrlich, ich kann es euch bis jetzt nur empfehlen. Es werden nur die Rennen, die auf schwer sind, da gibt es manche Rennen, ey, die haben es so in sich. So, und jetzt läuft unten das wieder rum. Zack, Fahndungsstufe gesunken. So, und jetzt muss man warten, bis Fahndungsstufe 1 auch noch weg ist und dann ist man komplett entkommen. Das finde ich sau geil, weil Most Wanted im ersten, also was heißt im ersten, den klassischen Most Wanted, ja. Da ist es ja so, du warst Stufe 5 und das konntest du nur runter machen, wenn du dann Wagen die ganze Zeit umsprayst. Wenn du dann aber nochmal erwischt wurdest, bist du ja direkt mit Stufe 5 wieder rumgefahren. Oh, das war so mies, ey. Yeah! Ui, ja, mit R1 kann man die Tracks weitermachen. Es ist sogar auch ein Skrillex-Lied dabei. Wie soll es auch anders sein zur heutigen Zeit? Geht ja ohne Dubstep gar nichts mehr. Von Nero auch. Und irgendwie von Chemical Brothers, dieses uralte Lied, ey. Keine Ahnung, warum sie das reingemacht haben, aber okay. Ja, Leute, was kann ich noch erklären, ey? Was ich an dem Spiel, ich sag mal die Sachen, die ich jetzt nicht so gut finde. Ich finde zum Beispiel das Geschwindigkeitsgefühl. Ich fahre jetzt mal 80. Ganz ehrlich, Leute, findet ihr... Okay, das sind jetzt 90. Findet ihr, das sieht aus wie 80? Ich finde irgendwie nicht. Das sieht aus, als würdest du vielleicht 30 oder allerhöchstens 40 fahren. Also das ist so, was mir aufgefallen ist. Dann die Bremsen irgendwie auch. Hier geht's jetzt gerade. Ich habe so viele Unfälle einfach im ersten Video gebaut, weil ich finde, dass der Bremsweg so super lang war. Jetzt geht's eigentlich gerade. Komisch. Dann halt, dass die Sonne so ab und zu blendet. Das ist ein geiles Gimmick auf jeden Fall, klar. Es stört halt. Aber es ist auch geil gemacht und es ist realistisch. Deswegen ist es cool, aber es stört halt. Und ach, das ist wieder so eine Sache, die man dann gut findet, aber auch gleichzeitig scheiße. Was gibt's denn noch zu sagen, Freunde? Oh ja, komm, warte, wir halten an. Oh, da sind sie ja schon. Oh, dann sind die falsch abgebogen. Ja, auf Level 1 wirklich sind sie noch die totalen Vollidioten.
und schon entkommen. Also das ist Stufe 1, da bist du rotzschnell wieder weg. Ich war vorhin auf Stufe 3, ey Leute, halt die Fresse, da ging es schon so dermaßen ab. Ich glaube, das Höchste war, oh, ich weiß es gar nicht mehr, steht da ja mal. Ich glaube 5 oder so. Hat schon Kumpel gemeint, es wäre schon so unmöglich, da dann zu entkommen. Also da sollte man wohl aufpassen. Ach genau, was ich noch ein bisschen komisch fand, war die Map. Die kommt mir, es ist nicht so, die Map ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also guckt euch das mal an. Hier geht's lang, hier geht's lang. Das war's schon. Also da muss ich ganz ehrlich zugehen, da bin ich wirklich enttäuscht. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, ich muss das Spiel jetzt gut loben, weil ich es teilweise gut finde. Ich sag dann auch schon wirklich die Schwächen. Das ist echt, also ist schon sehr klein, muss man ganz ehrlich sagen. Man fährt so oft irgendwie auch im Kreis und dann denkst du, Alter, ich war doch eben erst hier. Ist ein bisschen komisch. Habe ich mit dem Evo jetzt eigentlich alle Rennen schon beendet? Ich muss mal gerade gucken. Rennen? Nee, ein Rennen fehlt mir sogar mit ihm noch. Dann kriege ich das Karosserie-Kit. Das könnten wir eigentlich mal machen. Aber vorher zeige ich euch noch die Most Wanted-Liste. Also, beziehungsweise die Elite-Liste. Hier ist sie. Man kann sich auch eigene Nummernschilder machen. Genau, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Aber bei mir steht natürlich hinten ein Spit drauf. Hier steht ein Maserati. Habe ich aber schon. Achso, zur Grafik kann ich jetzt auch was sagen, weil ich habe jetzt schon auf HDMI gezockt. Sieht echt nice aus. Die Autos haben eine geile Qualität, Umgebung ist auch recht schick. Aber gerade die Autos sehen halt wieder richtig geil aus. So, jetzt aber. Fahrerdetails. Man kann dort auch, Autolock 2 ist ja jetzt drin, man kann hier alles dingsen. Also man startet hier mit Level, nee, wie viel, mit welchem Level startet man denn auf der Blacklist? Ich weiß es schon gar nicht mehr, mit 13 oder so. 14, keine Ahnung. Man braucht halt Speedpunkte. Die Speedpunkte kriegt man für alles. Fürs Driften, für Sachen kaputt machen, für Rennen gewinnen, für allen möglichen Kram kriegt man's. Und je mehr Punkte man hat, desto mehr steigt man hier auf dieser Liste auf. Das Lustige ist, man kann ihn dann halt direkt herausfordern, sobald man die Punkte dann hat. Fährst du zu der Markierung hin, machst den Typen fertig. Wenn du dann noch sein Auto haben willst, musst du ihn crashen. Wie in Burnout Paradise quasi. Crashst und dann hast du sein Auto freigeschaltet. Ich bin jetzt schon nämlich auf Stufe 9, also auf der 9. Fahrerliste, Majors Grad 6. Ich habe aber gegen 10 und 11 noch gar nicht gefahren. Ich habe halt einfach nur dieses Dings schon gemacht. Ich habe einfach schon genug Punkte, weil ich einfach viel rumfahre und alle möglichen Scheiß mache. Das ist lustig. Also man muss die nicht direkt machen. Ich könnte jetzt hier noch zwei, eine Shelby Cobra könnte ich abhaken noch, Mercedes-Benz SL65 AMG könnte ich mir own. Danach gibt es einen Lexus. Irgendwann gibt es auch noch einen Aventador und so weiter. Aber da will ich euch nicht zu viel verraten, obwohl ich eigentlich jetzt schon alles verraten habe. Das ist das halt mit der Liste. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal das letzte Rennen. Hier ist dann auch Most Wanted Wagen. Da habe ich den ersten schon. Ja genau, es ist ein 10 Stück, Entschuldigung. Das wird 13 angezeigt, weil ich halt Freunde schon drin habe. 10 Leute, die man halt ownen kann. Und bis zum 8. den könnte ich jetzt einfach schon fertig machen. Aber bis dahin sollte man halt wirklich sein Auto gut gelevelt haben, um da wirklich mithalten zu können. Ey, das Video geht jetzt auch schon wieder 20 Minuten, Hammer. Ja gut, ich versuch mal... Double Parked. Wird auf schwer angezeigt, okay. Oh, ich muss auch noch hinfahren. Okay, 5 Kilometer, ja komm, es geht. Machen wir mal schnell. Aber dass man sich für jedes Auto alles so einzeln freischalten muss, da haben viele so drüber gemeckert. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Schreibt auch mal gerne immer in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet, die ich euch halt erkläre. Was ihr daran, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, ob ihr euch das Spiel holen werdet. Und wenn nicht, warum nicht. Und wenn ihr euch holt, warum holt ihr euch? Und was findet ihr cool, was findet ihr scheiße? Schreibt mal wirklich den Kommentarbereich ordentlich voll unter das Video hier. Weil da interessiert mich auch echt eure Meinung. Oder ob ich euch zum Beispiel irgendwie umgestimmt habe. Oh, oh, Leute, hier zeige ich euch was Cooles. Hier zeige ich euch was Cooles. Diese Stelle merken, denn hier. Dam, da, da, da. Steht ein geiler Nissan GT-R rum. Mit dem bin ich dann nur noch rumgefahren, ey. Wie gesagt, aber mit dem Aufsteigen, das finde ich cool. Da haben sich echt so viele drüber ausgekotzt. Ja, dann hat man erst so ein übelst overpowertes Auto. Und dann im nächsten Moment fährt man wieder mit so einer langsamen Karre rum. Hä? Was geht denn ab, ey? Stimmt doch gar nicht. Also nicht direkt. Klar muss man das dann wieder hochleveln, aber das finde ich cool. Und man wechselt auch die ganze Zeit halt die Wagen, das finde ich auch geil. In welchem Rennspiel, wo du einfach die Wahl hast, was du fährst, dann nimmst du immer das Auto, was dir gefällt und dann ist gut. Oh, warte mal, hier oben ist ein Auto, das ist aber glaube ich auch der Atom. Nein! Fuck. Auf ein neues. Nochmal da hoch. Jetzt zeige ich euch mal kurz, den werden viele noch kennen.
Ach, scheiße. Ah, das ist halt dieses komische Go-Kart-Auto, was es auch bei Test Drive an Limited 2 zum Schluss gab. Das Ding hat eine Beschleunigung, das ist so der Wahnsinn, ey. Und Blitzen. Das macht schon Spaß. Das Driften zum Beispiel macht auch ordentlich Laune. Das kann ich jetzt nicht so gut zeigen, weil ihr merkt es, hahaha. Evo 10 hat Allradantrieb, damit ist es nicht so toll zu driften. Wenn ihr so einen fetten Dodge Challenger habt, dann ist natürlich klar, macht das super Laune. Oh, hier zum Beispiel auch. Steht ein schöner Gallardo. Leider halt, wie gesagt, Cabrio. Sehr schade. Aber die Bullen, es ist so geil, man muss wirklich nur mal kurz im Gegenverkehr fahren. Alter, Leute. Hört mir auf sofort. Ui, gehen Sirenen an. Das ist nicht so, dass man echt ein bisschen Scheiße neben denen machen kann. Die sind streng. Also von mir gibt's... Oh. Verdammt. Boah. Die Bullen gehen auch vor allem ab, ey. Die sind jetzt nicht, ich will nicht sagen, oh ja, die sind total leicht oder schwer. Ganz ehrlich, ich finde es genau richtig. Hier muss man online auch drauf stehen bleiben. Das weiß ich aber auch nur wegen dem Video. Oh, der ist geschrottet. Oh, da hinten auch. Holy shit. Okay. Ich finde das Verfolgen geil gemacht, dass es das so runterlaufen muss. Verfolgung entkommen. Ey Leute, es macht super Laune, also von mir ganz klar Kaufempfehlung. Wo ist jetzt das Rennen? Okay. Jo, wie bei Burnout. Ein Burnout machen an der Kreuzung, hier ist es jetzt immer woanders, aber okay. Und schon startet man das Rennen. Ihr müsst euch auch manchmal nicht wundern, wenn ihr ein Rennen fahrt und da hat einer eine krassere Zeit. Alter. What the fuck? Was ist das denn? Oh, da gab es zum Beispiel auch so ein Parkhaus. Das habt ihr... Ah, ich hab's ja nicht hochgeladen, logischerweise. Bei einer Stunde mit war so ein Parkhaus. Da bin ich erstmal schön aller Tokyo Drifter komplett hochgedriftet. Ey. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Das habe ich... Den Modus habe ich noch nie gemacht. Ja, okay, Polizei ankommen. Schüttel die Cops ab. Und tschüss, Leute. Okay, die bremsen gut aus, aber sehen direkt, wo es lang geht. Oh, aber das hätte fast schon gewesen sein können. Ja. Oh, das ist ja direkt schon Stufe 3, Leute. Okay. Die fahren in ihre eigene Straßensperre rein, geil. Ja, ja, komm, Fluchtphase, sehr schön. Und jetzt heißt halt immer, geil. Warte mal, warte mal, warte mal. Direkt einmal umlackieren, zack, Fahndungsstufe runter. Jetzt ist es schon nur noch auf 1. Und das meine ich. Das ist einfach nur geil gemacht. Oh, fuck, da ist ein Bullen. Boah, Leute, hier, das ist so ein richtig geiles Adrenalinspiel wieder, wo du denkst, oh, fuck, da ist ein Bullen. Schnell da langfahren. Ey, es ist einfach nur geil. Und entkommt, nice. Direkt Gold. Reifenreparatur verfügbar, geil, kurzes Getriebe verfügbar und dieses Aero-Ding. Das gucken wir uns jetzt mal an, ob sich was an der Karosserie verändert. Aktivierung, Reifenreparatur, ich mache es erstmal nicht rein. Kurzes Getriebe, nee. Auch überspringen, ich will gucken, ob sich da etwas ändert. Zack. Yeah. Und das gibt jetzt auch wieder diese Punkte, also man muss nicht mal rennen fahren. Modifikation. Karosserie. Wir gucken jetzt mal. Ach nee, hier hat sich nichts geändert. Das habe ich schon mal geguckt. Nö. Da verändert sich leider gar nichts. Also, das finde ich ein bisschen schade. Prallschutz. Aerodynamik. Da verändert sich leider nichts an der Karosserie. Ist ein bisschen schade. Da hätte man noch zum Beispiel was machen können. Hier auch Leichtbau oder verstärkt, aber da verändert sich auch nichts. Das einzige, wo sich was verändert, sind die Reifen. Da wird er eigentlich tiefer gelegt nur. Im Gelände, seht ihr, ist er recht hoch. Easy Drive. Quatsch. Warte. Wenn ich jetzt hier Rennreifen nehme, seht ihr, dass er tiefer ist. Aber leider verändert sich nichts dran. Mir persönlich ist es egal. Es wäre natürlich cool gewesen. Auf jeden Fall. Hätte mir sehr gefallen. Aber auch so ist es egal. Ey. Komm. Reparaturreifen. Was passiert da? Wird er wieder ein bisschen höher. Trifft 5 Nagelbänder mit aktivierten Reifenreparatur. Dann macht man das rein.
die pumpen sich wieder auf, macht man 5 Mal, dann kriegt man den Pro, den Bro-Status davon. Ich mache mir meine coolen Rennreifen wieder drauf. Ja, damit ist mein Evo komplett. Yeah! Und ihr wart live dabei. Naja, nicht ganz. Leute, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Haut alles raus, was ihr wollt. Ich hoffe, ich habe so gut wie es geht alles Mögliche erklärt und gezeigt. Für mich wirklich, es macht sau Laune, das ist die Hauptsache. Es ist eine Kaufempfehlung. Ich habe es, wie gesagt, halt für 20 Euro gekriegt, deswegen war es mir erst recht wert. Saugeile Aktion hier, macht Spaß zu fahren. Multiplayer kann ich jetzt leider noch nichts zu sagen, aber Deathspawn kennt ja auch viele von meinen Abonnenten, wird wahrscheinlich dann mit mir morgen oder heute Abend noch ein Online-Video aufnehmen, dann könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal gucken, da werde ich auf jeden Fall auch mit dabei sein, also lohnt es sich auf jeden Fall bei ihm vorbeizugucken, weil ich da bin. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Fahrt mit Need for Speed Most Wanted. Ich finde es ein gelungenes Spiel, das fordert wirklich, ist nicht so einfach, es gibt über 60 Autos, man kann sich alles freischalten, die Verfolgungsjagden machen richtig Laune. Für mich ganz kleine Kaufempfehlung. Aber das muss ich ja selber wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Und bis dann, Freunde. Tschüss.